Hallo und herzlich willkommen zu Josis Handicrafts. Ich zeige dir, wie du die feste Masche häkelst. Dafür brauchst du natürlich erst einmal die Luftmaschen, um dann weitermachen zu können. Du legst den Faden wieder auf die Hand auf und jetzt musst du in jede Masche einmal einstechen. Und zwar hast du hier diese kleinen Dreiecke, das ist immer eine Masche. Und du musst immer hier in die Masche einstechen. Das heißt, du hast eine Schlaufe auf dem Faden, stichst dann in die nächste Masche ein. Jetzt hast du hier quasi zwei Schlaufen auf der Häkelnadel. Jetzt holst du dir wieder den Faden und gehst nur durch die erste Schlaufe durch. So. Jetzt hast du wieder zwei Schlaufen aufliegen und jetzt gehst du, holst den Faden und gehst durch beide. Und das ist die erste feste Masche. Jetzt gehen wir in die nächste feste Masche. Hier ist schon besetzt, hier können wir nicht rein. Das heißt, wir gehen, hier ist unsere nächste Masche. Wir stechen hier ein, holen uns den Faden einmal. Jetzt haben wir zwei Schlaufen auf der Nadel liegen. Jetzt holen wir den Faden ein zweites Mal und beim zweiten Mal Faden holen gehen wir durch beide, also durch die zwei Schlaufen. Wir stechen ein, einmal holen durch die erste durch, das zweite Mal holen durch zwei durch. Einstechen, Faden holen, Faden ein zweites Mal holen und durch beide Maschen durch. Denk immer dran, dass dein Haken, wenn er durch die Maschen durchgeht, immer nach unten zeigt, sonst bleibst du hängen. Einstechen, holen, holen und durch beide durch. Das will sich manchmal so ein bisschen einrollen, das hältst du einfach ein bisschen weg, damit dich das nicht stört. Und je dünner der Faden ist, desto mehr will sich das einrollen, wie so ein kleines Würmchen. Aber das wird dann schon wieder glatt, wenn wir die nächste Reihe jetzt dann machen. So, jetzt sind wir fertig. Jetzt machen wir eine Wendeluftmasche. Das heißt, wenn wir jetzt einfach so umdrehen würden, dann wird es nicht funktionieren, dann würden wir immer enger werden. Das heißt, wir machen jetzt eine normale Luftmasche, einmal holen und durch. Und jetzt drehen wir unser Werkstück um. Und jetzt seht ihr hier oben die Maschen. Und bei der zweiten Reihe müssen wir jetzt in die ganze Masche einstechen. Ich halte es euch mal so hin. Und zwar habt ihr hier wieder diese Dreiecke und jetzt müsst ihr die ganze Masche aufnehmen. Ja? Das heißt, hier durch die komplette Masche durch. Nicht wie vorhin hatten wir ja nur eine Luftmasche, da konnten wir nur so einstechen. Jetzt müssen wir von unten die ganze Masche auf die Nadel aufnehmen. Das heißt, wir haben unseren Faden hier drin und jetzt sehen wir von hier unten, hier ist die Masche, wir nehmen sie auf und wir sehen hier, wir haben jetzt hier die ganze Masche auf der Nadel. Dann holen wir uns den Faden, jetzt haben wir wieder unsere zwei Schlaufen, ein zweites Mal holen und durch. Wir gucken uns wieder die Maschen an, hier ist die nächste Masche, das heißt wir gehen hier von unten, stechen ein, nehmen die ganze Masche auf, holen uns den Faden und holen ihn ein zweites Mal und ziehen durch beide Schlaufen durch. In die nächste Masche einstechen, die ganze Masche aufnehmen, Faden von unten holen, Haken dreht sich zu mir, nach unten,
durch, Haken dreht sich wieder nach oben. Wir holen ein zweites Mal den Faden und machen weiter. Und das ist die ganze Geschichte der festen Masche. Bei einem Fehler kannst du natürlich einfach anziehen. Zieh langsam an, wenn du zu schnell anziehst, machst du mehrere Maschen auf und trenne so auf, dass du dann bis zu deinem Fehler wieder weg hast und dann kannst du von neuem beginnen. Einstechen, holen, nochmal holen und durchziehen. Einstechen, holen, nochmal holen und durch. Das ist die feste Masche. Das kannst du jetzt weitermachen, so lange wie du möchtest. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.